Herzlich willkommen. In diesem Video schauen wir uns die Aufgabe 12 von der Klausur Sommersemester 2021 an. Der Querschnitt eines Kantholzes ist beschädigt. Schwarz markierter Bereich in der Skizze. Also hier ist eine Ecke raus. Aus dem Reststück, was wir hier haben, soll wiederum ein Kantholz mit rechteckigem Querschnitt geschnitten werden. Ermitteln Sie für A gleich 6 und B gleich 5 cm die Querschnittsabmessung, die zu einem maximalen Flächeninhalt führen. Und ermitteln Sie die zugehörige maximale Querschnittsfläche. Also wir haben hier ein Rechteck, sollen wir hier finden, was zum maximalen Flächeninhalt führt. Geben wir noch an, b ist gleich 5, a ist gleich 6, das heißt b halbe ist hier 2,5. Und jetzt haben wir, nennen wir die noch hier C und D, die Längen. Dann können wir auch noch angeben, wie groß ist dieses Stück hier oberhalb von, wir wissen, das Stück ist D, wie groß ist das Stück da drüber. Das ist einfach B minus D, also hier B minus D. Und dann haben wir auch hier dieses Stück, können wir genauso machen, die Gesamtlänge ist A. Und dieses Stück ist C, das heißt, dieses Stück ist A minus C. Okay, und jetzt nehmen wir uns ein Dreieck hier raus. Gleich für die Nebenbedingungen. Ich zeichne das schon mal ein. Dieses Dreieck. Und da werden wir das, damit werden wir gleich arbeiten. Wir kennen auch diesen Winkel hier. Wie? Es ist nämlich so, dass wir hier b halbe und b halbe haben, das heißt, wir haben hier auf jeden Fall einen Winkel von 45 Grad, also phi gleich 45 Grad. Das brauchen wir gleich für die Nebenbedingungen. Fangen wir erstmal mit der Hauptbedingung an. Hauptbedingung ist immer das, was maximal werden soll. Gucken wir nochmal kurz. Die Querschnittsabmessung, die zu einem maximalen Flächeninhalt führen. Also maximaler Flächeninhalt ist gesucht. A gleich Funktion von, wir haben die Seiten C und D genannt, also C mal D. Oder schreiben wir erstmal auf, ist eine Funktion von C und D. C mal D. Und das soll maximal werden. Gut, das ist unsere Hauptbedingung. Wir wollen ja jetzt eine Funktion mit nur einer unabhängigen Variablen haben, deswegen suchen wir eine Nebenbedingung. Und das machen wir über das Dreieck, was ich hier oben schon grün eingezeichnet habe. Und zwar gucken wir, wie groß ist denn dieses Stück hier. Von da nach da, das brauchen wir noch. Und das ist b halbe. Die Höhe und wir ziehen diese ab, das ist b minus d. Also haben wir hier b halbe minus b minus d. Das ist dieses Stück von da nach da. Einfach von da nach da ist b halbe minus das Stück, das ist b minus d. Okay, haben wir das und wir kennen dieses Stück hier, das ist a minus c. Das heißt, wenn wir den Winkel hier berechnen wollten, Tangens von Phi ist gleich Gegenkathete durch Ankathete. Also ist das unsere Nebenbedingung. Schreiben wir einmal auf. Also Tangens 45 Grad ist gleich Gegenkathete B halbe minus B minus D durch die Ankathete A minus C. Okay, das machen wir jetzt mit unseren Zahlenwerten. Wir kennen ja B und A schon, das setzen wir ein. Und Tangens 45 Grad, das kennen wir auch, Tangens 45 Grad, das hier, das ist gleich 1. Damit haben wir das stehen, 1 gleich, B ist 5, also 5 halbe, minus B minus D, also 5 minus D. Durch A 6 minus C. Okay, haben wir Zahlenwerte eingefügt. Dann können wir jetzt noch hier 5 halbe minus 5 rechnen. Dann sind wir nämlich bei minus
5 halbe und minus minus d sind wir bei d. Also steht hier d minus 5 halbe durch 6 minus c. So, und jetzt können wir uns aussuchen, ob wir nach d oder nach c umstellen, das Ganze. Also erstmal mal 6 minus c, dann steht da 6 minus c ist gleich d minus 5 halbe. Und dann haben wir, rechnen wir noch plus 5 halbe, dann steht da 8,5 minus c. Ja, also d ist gleich 8,5 minus c. Und das setzen wir jetzt hier oben in die Hauptbedingung ein und bekommen unsere Zielfunktion. Zielfunktion ist jetzt noch eine Funktion, die nur noch von c abhängig ist. Ja, wir setzen ja für d jetzt 8,5 minus c ein. Das multiplizieren wir aus. Dann haben wir da stehen 8,5c minus c Quadrat. Okay, grundsätzliches Vorgehen bei einer Extremwertaufgabe mit Nebenbedingungen ist ja immer, dass wir die Hauptbedingungen aussuchen. Das ist immer das, was maximal bzw. minimal werden soll. Dann brauchen wir eine Nebenbedingung. Hier konnten wir diese Dreiecksbeziehung vom Tangens verwenden, um eine Beziehung von c und d zu bekommen. Eine zweite neben dieser haben wir diese Beziehung hier nach d aufgelöst, hier eingesetzt, und wir haben unsere Zielfunktion, also unsere Funktion, die nur noch von einer Variable abhängig ist. Und jetzt ist es eigentlich relativ einfach. Jetzt leiten wir das Ganze ab, also Ableitung f' von c, Ableitung 8,5c ist 8,5, minus c² sind minus 2c. Und die zweite Ableitung, 8,5 fällt weg, minus 2c ist minus 2, das ist kleiner als 0. Das heißt, egal was wir oben rausbekommen, wir wissen, dass das das Maximum ist. Dann noch der Extremwert. Wir setzen f' von c gleich 0, ne? Erste Ableitung gleich 0. Also 8,5 minus 2c gleich 0. Minus 8,5 durch minus 2, dann kriegen wir raus c gleich 4,25. Und dann können wir auch d bestimmen. D ist 8,5 minus c, also 8,5 minus 4,25. Das heißt, d ist gleich 4,25. Das ist beides in Zentimeter, ja. Also Zentimeter, auch hier Zentimeter. Okay, A und C und D haben wir dann bestimmt. Das sind also die Abmessungen, ne, das sollten wir hier bestimmen. Ermitteln Sie die Querschnittsabmessungen, ne, das ist C und D, die zu einem maximalen Flächenwert führen. Und da steht auch, ermitteln Sie die zugehörige maximale Querschnittsfläche. Gut, C mal D, das kriegen wir noch hin. Also a ist gleich 4,25 zum Quadrat. Damit haben wir eine Fläche von 18,0625 Quadratzentimeter.